Herr Dr. Usa, können Sie uns etwas zu Vor- und Nachteilen von Internetrecherchen zu Zwecken der medizinischen Diagnose sagen? Ja, ich sehe das tatsächlich, wie Sie gemeint haben, Vor- und Nachteile. Ich sehe das tatsächlich mit ein bisschen gemischten Gefühlen. Vielleicht darf ich anfangen mit den Gefahren, wie Sie sich mir darstellen. Erstens, das Internet ist natürlich ein Raum, wo komplett heterogen Informationen komplett heterogener Wertigkeit hineingestellt werden können. Und es ist für Patienten, die ja natürlich auch noch in einer gewissen Ausnahmesituation, in einer gewissen emotionalen Ausnahmesituation bedenken, nicht? Wenn sie von einer Krankheit betroffen sind, oft relativ schwierig bis nahezu unmöglich, die Qualität von einzelnen Seiten zu beurteilen. Das ist einmal ein Problem. Dann ein weiteres Problem ist, dass viele Leute der Meinung sind, dass Internetrecherche sozusagen nicht interessegeleitet wäre. Nicht? Also nicht wie man es sonst vielleicht auch bis hin zu Selbsthilfegruppen, das muss man sagen, oder auch in Printmedien findet, dass irgendwelche Ärzte oder Pharmafirmen dann Artikel auch finanzieren. Es ist aber auch im Internet so, dass da durchaus Gruppen dahinterstehen können, ja, die dann auch Seiten so geschickt strukturieren, dass sehr seltene Diagnosen, und das ist das nächste Problem, sehr seltene und meistens dadurch auch spektakuläre und ängstigende Diagnosen sehr hochwertig herauskommen, wenn man also eine Internetrecherche betreibt. Das kann einem in jedem Fall passieren, auch wenn man nur die Suchmaschine Google verwendet. Das ist eben auch der Nachteil einer Vorinformation, würde ich sagen, im Internet, dass das Internet eigentlich nicht in der Lage, logischerweise nicht in der Lage ist und auch darauf wenig eingegangen wird, wie häufig ist denn eine Erkrankung und die Menschen dann meistens vom schlimmsten Fall, wie soll es der Mensch veranlagt, wenn er krank ist, vom schlimmsten Fall ausgehen, nicht? Und letztendlich scheint es mir so zu sein, dass auch ein gewisser Typus Mensch eher, sage ich, ja, zur Internetrecherche neigt, etwas misstrauische Personen, die vielleicht auch schon, muss man sagen, nicht, im Umgang mit Ärzten auch nicht die besten Erfahrungen gemacht haben, die sich dann also denken, jetzt mache ich mir selbst einmal ein Bild, oder die irgendeine Funktionsstörung haben oder eine Kleinigkeit, irgendeinen Fleck, ja, zum Arzt hingehen würden sie nicht, im Internet schauen sie nach und da kommt dann die Angst auf, hey, ich bin Melanom oder so irgendwas. Also das kann durchaus angststeigend sein. Das würde ich als Nachteile empfinden. Was sind mögliche Vorteile? Man muss bedenken, dass, nehmen wir mal den herkömmlichen Fall einer Konsultation im Rahmen des Kassensystems her, ja, mag die 5 bis 10 Minuten dauern, ja, nur Bruchteile davon sind sich darüber sind sich die Ärzte ja oft nicht im Klaren. Nur Bruchteile des dem Patienten mitgeteilten, dem auch haften bleiben. So gesehen ist ein Nachlesen im Internet auf jeden Fall vorteilhaft. Man kann sich mit seiner Erkrankung auseinandersetzen und so weiter. Also das ist zu begrüßen, nicht? Kann auch entängstigend sein, ja? Und auf der anderen Seite, ein vorinformierter Patient kann auch im Gespräch mit dem Arzt schon anders logischerweise mit dem interagieren, er kann andere Fragen stellen und so weiter. Also das ist wiederum das Positive an der Internetrecherche. Würden Sie uns vielleicht ein paar konkrete Beispiele nennen, wann Internetrecherchen zu Diagnosezwecken sinnvoll sind und wann eher nicht? Bei plötzlich auftretenden Erkrankungen würde ich persönlich abraten vor Internetrecherchen, eben aus dem Grund, weil das Ängstigende so stark bewertet wird. Ja? Auch wenn man liest, das ist nicht die wahrscheinlichste Diagnose. Das Gespräch mit einem Menschen, dem man halt zutraut, dem Arzt, dass es weiß, ist da einfach wesentlich
wesentlich weniger ängstigend. Also wenn man sich auf sich allein gestellt ist, dann womöglich von Seite auf Seite klickt und so weiter. Es gibt aber heutzutage eine ganze Fülle, die werden immer mehr, nicht? Eine ganze Fülle von Erkrankungen, die leider sehr hartnäckig sind, oft auch einer medizinischen Therapie, sei es jetzt Schulmedizin, auch ergänzende Methoden, trotzen, ja, oder sich sehr schwer darstellen. Das sind zum Beispiel Erkrankungen aus dem rheumatischen Formenkreis, also Weichteilrheumatismus, Fibromyalgie ein Beispiel, oder sehr häufig auch so unspezifische Verdauungsbeschwerden, die unglaublich quälend sein können. Und hier, weil auch die Medizin relativ wenig therapeutische Möglichkeiten anzubieten hat, kann es durchaus sinnvoll sein, sich im Internet umzuschauen, was es dann möglicherweise Diäten, wenn sie nicht zu verstiegen sind, gibt, welche Übungen man machen kann, was andere Menschen für Erfahrungen mit diesen Erkrankungen gemacht haben, in Form von Plattformen, die also auch so wie Online-Selbsthilfegruppen aufgebaut sind. Das würde ich für vernünftige Einsatzfelder halten. Und hätten Sie vielleicht auch noch ein paar Hinweise und Ratschläge, wie ein Patient oder eine Patientin im Gespräch mit Ihrem Arzt die Informationen, die Sie aus dem Internet gewonnen haben, am besten einbringen können? Ich darf versuchen, das einmal von der Warte des Arztes aus formulieren und dann im Umkehrschluss das, Ihre Frage zu beantworten. Was man als Arzt natürlich nicht gerne hat, womit man aber auch rechnen muss, und damit muss ein guter Arzt, finde ich, auch fertig werden, dass Leute irgendwo schon ein bisschen fixiert sind auf eine Diagnose. Ja? Zum Beispiel mit Darmproblemen, um das Beispiel jetzt noch von vorhin aufzugreifen, fixiert sind darauf, dass sie einen Pilzbefall im Darm hätten, der das Beschwerdebild auslöst, was in Wirklichkeit de facto fast unmöglich ist. Ja. Da muss der Arzt halt dann sich der Mühe unterziehen, das nicht einfach mit, das ist ein Blödsinn oder so, mit einer Hand wegzuwischen. Da kann er sich sicher sein, der Patient glaubt ihm das nicht, ja, weil er selbst schon ausführlich recherchiert hat und geht woanders hin oder überhaupt zu einem Therapeuten nicht ärztlicher Natur. Also das sollte man nicht machen, und auf der anderen Seite wäre halt sozusagen auch der Patient gut beraten, in ein Gespräch mit einem Arzt, wo er sich darauf verlassen kann, der steht dieser Form der Kommunikation offen gegenüber oder wo er das annehmen kann, sich so hineinzubegeben, dass man sich nicht bereits praktisch schon fast festgelegt hat auf eine Meinung und dem Arzt de facto sagt, ich habe im Internet gelesen, ich leide an dem und dem. Also wie gesagt, als Arzt sollte man das schon aushalten, aber dass man eben als Patient auch für sich die Möglichkeit offen lässt, dass ein Arzt mit guten Argumenten diese Diagnosen auch wieder zerstreuen kann. Das wäre meine Empfehlung.